Flieder blüht. Kam zu spät, aber 8 richtige, 8000. Gut. Ja. So, jetzt gibt es 3 Kategorien. Auswählen dürfen erstmal die da oben im Olymp und danach wird gespielt. Also, wir hätten im Angebot: Aus dem Leben, Musik und Hits und Sport und Freizeit. Oh, das haben wir noch nie gehabt. Alle drei entscheiden sich für Sport und Freizeit. Wollt ihr nicht? Nee. Müsst ihr. Gegen wen nur? Der Mitte. Ja. Die Mitte? Ja. Okay, Professor Eckhard Freise tritt an in Sport und Freizeit. Ich bin nicht sportlich. Hast du? Ich spiele nur Schach, ja. Nur Schach. Aber hast du, Sport gemacht? Wann? Also als im Laufe deines Lebens hast du viel Tennis. Sport bis heute. Tennis? Ja. Bis heute? Tennis bis heute, ja. Also auch in der Mannschaft richtig und Punktspiele? Nein. 2 Kreuzbänder sind auf der Strecke geblieben. Okay. Also Tennis. Gut. Wir spielen erste Frage, die da heißt: Wie bezeichnet man die Grundkampfstellung beim Boxen? Ist das die Fleischtheke, der Wühltisch, das Kühlregal oder die Auslage? Ja, ne? Wisst ihr? Könnt ihr einloggen. Ja. Gut. Auslage ist eingeloggt, sowohl von Jürgen Becker als auch Thomas Freitag und auch natürlich von Eckert. So, das ist richtig, jawohl. Zweite Frage. Was trifft gemäß DFB-Regelwerk auf einen Fußballer zu, der im laufenden Spiel seinen Schuh verliert? Der kann ein reguläres Tor erzielen, er muss sofort das Feld verlassen, er darf nicht aufs Tor schießen oder muss anderen Schuh auch ausziehen. So, da wart ihr beide schnell, deshalb haben wir eine kurze Pause. Bis gleich! So! Willkommen zurück. Was ist denn nun, wenn man plötzlich den Schuh nicht mehr anhat auf dem Feld? Darum geht es. So, beide sagen, muss sofort das Feld verlassen. Also sowohl Jürgen Becker als auch Thomas Freitag als auch Eckhard Freise. Wir haben ja eine bei uns da oben im Panel sitzen, der kennt ja die deutschen Fußballregeln komplett auswendig. Das ist Thorsten Zierke. Was sagt denn die deutsche Fußballfibel zu so etwas? In der Tat, mit dem Bekleidungsvorschriften habe ich mich noch nicht so beschäftigt. Nein! Nein! Das Nein. Geht, ey! Aber das ist das Einzige, was wirklich Sinn macht, weil anderen Schuh ausziehen, ich sag mal, ja, vergessen wir es, darf nicht aufs Tor schießen, der andere Dinge darf er dann bestimmt auch nicht. Kann ein reguläres Tor erzielen, könnte natürlich sein, aber ich denke mal, zur ordnungsgemäßen Bekleidung gehört neben Trikot und so weiter auch gehören die Schuhe. Ja, okay, hätte Thorsten auch genommen. Wir halten das mal ganz kurz fest, ein historischer Moment für uns alle. Thorsten hätte es genommen, eine Fußballfrage, die Thorsten falsch beantwortet. Das ist so wunderschön für uns alle, dass das nochmal passiert. Wieso? Ah, ist falsch. Ist wirklich falsch. Eckert. Doch. Nö. Laut DFB-Regelwerk sieht es nämlich folgendermaßen aus, dass er versuchen muss, so schnell wie möglich den Schuh wieder anzuziehen, spätestens bei der nächsten Spielunterbrechung. Sollte er aber in dieser Zeit ein reguläres Tor erzielen, zählt dieses Tor. Deshalb darf er auch barfuß ein Tor erzielen. Das ist die richtige Antwort. Es tut mir, ich bin ganz ehrlich, es tut mir für euch total leid, aber es freut mich so, dass Thorsten mal eine Fußballfrage nicht wusste. Das ist, glaube ich, noch nie vorgekommen. Super. Ja. Und ich weiß ganz genau, was Thorsten macht, wenn er nach Hause kommt. Der holt sich das Regelwerk raus und guckt mal, ob es überhaupt stimmt. So ist der Spruch. Das mache ich jetzt hier oben. Das hast du wahrscheinlich immer dabei, auf Tasche. Gut, dritte Frage, Sport und Freizeit. Welchen Preis bekam Skistar Felix Neureuther nach seinem Sieg beim ersten Slalom der Saison 2017-18 im finnischen Levi? Mitgliedschaft im Anglerverein, eine Patenschaft für ein Rentier, ein Bausatz für eine Heimsauna oder ein Jahresvorrat an Lakritz? Also, wir haben das Rentier ausgesucht, aber es will nicht. Da ihr dürft immer erst dann einloggen, wenn dort drüben eingeloggt wird. Jetzt wurde eingeloggt, jetzt könnt ihr reden und einloggen. Ja, wir hatten also quasi der Elchtest. Ja, ist anders. Patenschaft für ein Rentier.
Ich finde, so ein Bausatz für eine Heimsauna, das hätte ich schon schön gefunden. Wenn er das dann zu Hause zu Christian und Rosi mitbringt und sagt, jetzt bauen wir das mal auf hier. Eckhardt sagt, eine Mitgliedschaft im Anglerverein. Wir haben ein Foto. Und so sieht kein Mitgliedsausweis aus, sondern so sieht aus ein Rentier. Jawohl! War das Intuition oder Wissen? Nein, er kann doch nicht jedes Mal da hochfahren zum Angeln. Das ist doch viel zu weit weg. Die Patenschaft geht über die Entfernung, habe ich gedacht. Genau, ein Paten ist eigentlich gut, wenn man ihn nicht zu oft sieht. Ja. Wenn man an die Geburtstage denkt. Genau. Ja, Geburtstagskarte reicht eigentlich. Gut, also, das heißt, erste Runde gespielt. Kabarett führt mit 2:1. Ja, ein Punkt Vorsprung. Läuft doch. Und Jürgen Becker und Thomas Freitag wählen jetzt bitte die nächste Kategorie aus, die dann zunächst Professor Freise spielen darf. Und zwar Deutschland, draußen im Grünen und Zeugen der Zeit. Ich glaube, der ist Historiker. Der ist mit Deutschland. Er ist Historiker. Ja, das ist. Da würde ich lieber draußen im Grünen nehmen. Einfach. Ja. Okay. Draußen im Grünen, ja? Oder was? Ja, 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 draußen im Grünen. Super. Auch, ja, das freut mich. Draußen im Grünen. Ja. Da haben wir eine kleine Chance. Ja, ja. Ja. Also, Eckhardt, wenn ich jetzt deine Frau fragen würde, ob du dich in der Gartenarbeit betätigst und hilfst, was würde sie antworten? Zu wenig. Das kennen viele Männer, diese Antwort. Ja. Also die Frage. Das mit dem Meerschweinchen verwandte Wasserschwein wird auch Capybara genannt. Das bedeutet so viel wie Tier des Flusses, König des Waldes, Herr des Grases oder Prinzessin der Algen. Oh. Wasserschwein, Prinzessin der Algen. Tier des Flusses eher. Ne? Ja, komm, Tier des Flusses. Ja. Machen wir Tier des Flusses. Ja. Gut, Tier des Flusses. Eckhardt sagt Herr des Grases. Warum? Also, ich nehme an, es ist so eine Art allegorischer Name. Herr des Grases ist Bob Marley. Ja. Aber wir haben Bild. So sieht Bob Marley nicht aus. Aber das ist tatsächlich ein Wasserschwein. Und wir sehen, da steht er in sehr viel Grünzeug. Übersetzt auch Herr des Grases. Jawohl. Chapeau. 1,30 Meter, das größte lebende Nagetier überhaupt, das es gibt. Das hätte Thorsten alles gewusst und noch viel mehr. So ist es, lebt nur in Südamerika. Er muss immer noch einen draufsetzen. Ja. Gut, zweite Frage draußen im Grün. Was können Tillandsien, einer besonderen Art von Zimmerpflanzen, problemlos verkraften? Monate ohne Bewässerung auskommen, keine Blumenerde, Temperaturen unter minus 10 Grad Celsius oder die totale Dunkelheit. Tillandsien. Man wüsste, was das ist. Ja. Kann man mal ein Bild sehen davon? Vielleicht zeige ich es gleich mal. Nee, oder sind die im Dunkeln? Da sieht man sie ja nicht. Ja, wenn ich wüsste, wie die Pflanze aussieht, dann könnte ich mir das schnell vorstellen. Ja. Das Schlimme ist, ich könnte sie euch zeigen. Nur wenn ich sie euch zeige, ja, dann sieht man es. Oh, darf ich jetzt nicht sagen. Wenn ich jetzt sagen würde, dann sieht man es, dann wäre das ja ein Hinweis darauf, was die richtige Antwort ist. Ja. Deshalb sage ich das nicht. Das kann alles sein. Vielleicht ist das ja auch so Hydrokultur oder sowas. Die haben ja auch keine Blumenerde. Das könnte ja sein. Dass ich mit dem Insektenteller drauf war? Was genau? Ne? Wo ist eigentlich der Teller? Wer hat den eingesteckt? Ohne Bewässerung. Das sind Kaktien. Totale Dunkelheit kann eigentlich nicht sein. Ein Zimmer, das immer dunkel ist, bringt ja nichts. Also würde ich sagen, keine Blumenerde. 10 Sekunden ab jetzt, dann entscheidet ihr euch. Ja, welche Wohnung ist dann unter 10 Grad? Das bringt ja nichts. Ich würde sagen, keine Blumenerde. Dann jetzt einloggen. Ja, jetzt einloggen. Ah. So, Tillandsien, die werden auch Luftpflanzen genannt. Oh. Die werden unter anderem deshalb Luftpflanzen genannt, denn sie wachsen und gedeihen komplett ohne Boden, Wasser und Nährstoffe. Das sind sie. Keine Blumenerde. Brillante Antwort. Und jetzt guckt einmal in das Gesicht von Herrn Freise. Also die kenne ich, diese Pflanze. Ich habe sie eingehen lassen. Wenn du das schon hingekriegt hast. So, aber im Dunkeln.
Siehst du, das ist es. Drum hat er die totale Dunkelheit genommen. Ich wusste nur nicht, die hatte sie mir namentlich nicht vorgestellt. Deswegen ja. wusste ich nicht, ja. was. Aber komm, ich bin ja nicht so. Nimm das mal deiner Frau mit. Die hat dich so lange nicht gesehen, hier so eine Tilansie. So, bitteschön. Bist du sicher, dass in der Dunkelheit, also Licht brauchen sie schon noch. Das ist das Einzige. Gut. Das hatte Marie wieder gewusst, ne? Ja, ich hatte so eine meiner Mutter zum Geburtstag geschenkt. Die war so in Gedraht. Du traust deiner Mutter aber auch überhaupt nichts zu, Bezug auf Pflanzen oder was? Guck mal, die geht selbst bei dir nicht ein, Schatz. Also, das heißt 3-2. Kabarett führt mit einem Punkt. Eine tolle Frage jetzt. Denn ich möchte wissen, was trifft grundsätzlich auf Ameisenstraßen zu? Es gibt keine Staus bei Ameisenstraßen. Sie sind achtspurig, verlaufen von Nord nach Süd oder sie haben Ampeln. Tja, Ameisenstraße. Ich glaube, von Nord nach Süd kann nicht so gut sein. Keine Staus, achtspurig sind sie auch nicht. Ampeln auch nicht, keine Staus, oder? Ja, ich bin auch ja, komm, wir sind spontan, zack, keine Staus. Ja. 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 Ganz ehrlich, wer mal gesehen hat, einen Stau gab es da nie. Das würde ja heißen, dass sie stehen. Ja. Was sehr lustig wäre eigentlich, ja, nicht, wenn die einfach so... Läuft aber immer durch. Ja. Es läuft immer durch. Also das hat tatsächlich ein deutscher Physiker untersucht, und zwar bei den indischen Ameisen, die er ganz genau beobachtet hat. Und das ist, die haben ein extrem gutes Sozialverhalten. Wenn also eine schnelle Ameise mal auf eine langsame Ameise trifft, dann passt sich die schnelle Ameise der langsamen Ameise an. Das wäre auch was für hier die Fußgängerzone bei uns. Stimmt. Oder vor dem Bus. Ich meine, wir sind da gerade keine Weltmeister drin, Engländer eher. Die Sozialverhalten Ameisen ist gut. Deswegen haben die auch keine Radios, was sollen die senden, nicht? Ja, genau. Staus. Also, ja, das hat Eckart Freise auch genommen. Keine Staus ist die richtige Antwort, jawohl. Ja. Und? Der deutsche Physiker hat sich das so genau angeschaut, und das ist auch eigentlich gut für den Straßenverkehr. Es gibt auch keine Überholmanöver. Also es gibt auch nicht so, dass eine Ameise kommt, die ganz schnell sagt, oh, ist mir zu langsam, und dann schert sie aus, überholt. Nee, die passen sich dann also auch keine Drängler, ne? Keine Drängler, nicht von hinten mit Scheinwerfer und Hupe und so, nix. Also das heißt, Kabarett führt bei uns mit 4-3 nach den ersten zwei Runden. Diese drei Kategorien bereiten wir jetzt vor. Marie und Thorsten dürfen überlegen, ob sie die 70er wollen, Glaube und Religion oder im Labor. Thorsten hat sich entschieden, Marie auch. Marie sagt, ich würde gerne mal spielen Glaube und Religion. Und Thorsten sagt, wie profan die 70er. Ja, so bin ich. So. Glaube und Religion? Ja. Finde ich toll. Hast du, glaube ich, hast du schon mal genommen? Nö. Ich habe es ausgewählt, aber es wurde mir nicht die Ehre zuteil, spielen zu dürfen. Ja, spielen zu dürfen. Gut, das ist ein Hinweis. Wollt ihr die 70er spielen oder Glaube und Religion? Glaube und Religion. Glaube und Religion. Das finde ich schön. Ja, also Glaube endlich mal. Gut, also wir spielen die erste Frage. Glaube und Religion. Welcher Anlass bringt Maria und Josef laut Bibel dazu, sich auf den Weg in Richtung Bethlehem zu machen? Eine Hochzeit, die Volkszählung, Pilgerfahrt oder eine Missernte? Volkszählung. Volkszählung. Ja. Das war jetzt noch so zum Warmwerden die erste Frage. Ne? Das war Lukas Evangelium 2, die Volkszählung. Es begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot von dem Kaiser Augustus ausging und so weiter und so weiter und so weiter. Sie sollte sich zählen lassen. Jawohl, die Volkszählung. Marie, offen. Offen hättest du das beantwortet, hast die richtige Antwort genommen. Sogar mit dem Zitat. Oft genug in der Johannespassion oder Lukaspassion, Matthäuspassion gesungen. Kannst du sogar singen, die Antwort? Lieber nicht. Nee, war klar, ist wenn jetzt sagst, kann ich, dann wär's dann müsstest du. Okay, immer noch steht es mit einem Punkt Vorsprung. Die Kabarettisten führen mit 5-4. Zweite Frage, Glaube und Religion. Wie er im Gespräch mit Gläubigen nach einer Messe verriet, arbeitete Papst Franziskus als Jugendlicher, als was denn? Als Türsteher, als Diskjockey, als Imbissverkäufer oder als Bademeister? Was hat er früher gemacht? Ui, das kam schnell. Diskjockey bestimmt nicht. Diskjockey glaube ich nicht. Imbissverkäufer könnte sein. Ja, Imbissverkäufer. Bademeister kann auch sein. Türsteher ist auch unwahrscheinlich, glaube ich.
oder? Naja, oder die Beichtstuhltüren aufgehalten. Sie gehen heute nicht schon wieder bei. Also der ist bei Türsteher bei der Kirche, damit die Leute nicht austrinken. Ja. Das könnte sein. So ja. rum. Ich würde sagen, Imbissverkäufer. Ja, Imbissverkäufer. Imbissverkäufer, okay. Franziskus an der Frittenbut. So, müsst ihr einloggen, Imbissverkäufer? Ja. Marie war hier sehr schnell. Türsteher hast du genommen. Ich dachte, Petrus ist ja auch Türsteher. Ach so. Boah. Sehr gut. Also, wenn man sich dieses Interview, was er da gegeben hat, genauer anschaut, der hat unglaublich viel gemacht, der jetzige Papst. Ich habe nur ein bisschen ein paar Sachen hier stehen. Er war Chemietechniker, er hat als Literaturlehrer gearbeitet, er war auch als Pförtner tätig und in seiner Jugend hat er tatsächlich in einer Bar in Buenos Aires als Türsteher gearbeitet. Türsteher ist richtig. Da hat er noch nicht an Petrus gedacht. Ich wusste das immer auch so. Damit Gleichstand, 5-5. Letzte Frage, Glaube und Religion. Das Nirvana ist im Buddhismus was denn? Die erste Wiedergeburt, eine Form der Meditation, das Ende allen Leidens oder der Entstehungsmythos der Welt? Ja, okay. Ja. Ist gewagt. Ist gewagt? Ja, aber ich glaube, es stimmt. Bin unsicher. Marie hat es auch genommen, das ist schon mal beruhigend. Ja, das ist beruhigend. Ja. Gibt es dazu irgendetwas von dir hinzuzufügen? Naja, also im Buddhismus gibt es ja die Wiedergeburt und je besser das Karma ist, desto höher ist eben die Bewusstseinsstufe, in die man aufsteigt. Und die Nirvana ist die höchste, die man erreichen kann und der Zustand der Freiheit von allen Leiden und der höchsten Glückseligkeit. Ja. Ja, ich würde sagen, wir Große stimmen einfach nichts. Zu. Ja, das ist wir super. Passt. Gut, 6-6. Ja. Und da eindeutige Beweis wieder gewesen, Glaube und Religion ist eine schöne Kategorie, wird viel zu selten genommen. Jetzt bitte, die Kabarettisten dürfen aussuchen, die nächste Kategorie, die dann gespielt werden muss von allen. Wir hätten Macht und Geld, Essen und Trinken, die 2000er. Macht und Geld? Ja. Macht und Geld? Ja. Macht und Geld ist schön. Nach Glaube und Religion Macht und Geld. Klingt gut. Ja. Das ist ja für die Nächsten das nächste Heiligtum, Macht und Geld. Hättest du auch genommen. Mhm. Ich wusste es. Ja? Ja. Das ist doch das, was vorherrscht. Ja. Das ist doch das Credo überhaupt dieses Lebens auf diesem Planeten. Mittlerweile ist es so, hast du das Gefühl. Also Macht das, und Geld. Ja. Beide Kategorien sind auch grau. Glaube, Religion, Macht und Geld. Was das bedeuten? Verschwimmt schon, meinst du, ne? Ja. Wovon, ist die erste Frage, ist die deutsche Kanzlerin befreit? Da würden uns so einige Sachen einfallen. Von der Ausweispflicht, von der Rentenversicherung, von der Lohnsteuer oder vom Solidaritätszuschlag? Was meinst du? Solidaritätszuschlag auf keinen Fall. Ihr dürft noch nicht, ihr müsst noch warten bis Marie. So. Also Solidaritätszuschlag kann ich mir nicht vorstellen, Lohnsteuer auch nicht. Rentenversion kann eigentlich auch nicht sein. Also muss es doch die Ausweispflicht sein. Ne? Ja, ich glaube auch die Ausweispflicht. Würdest du auch sagen? Das andere hat man ja im Wahlkampf gesehen. Ja. Aber sie hat ja immer gesagt, sie kennen mich. Ja, das war ja ihr Credo. Ne? Ja. Beim letzten Wahlkampf. So, beim Flughafen, die kennen mich ja. Ich gehe da mal schnell rein. Gut. Ja. Also vielleicht stimmt es aber auch nicht. Also ich weiß ja nicht, ob es da irgendwas gibt, Rentenversicherung, vielleicht ist ja eine Pensionskasse oder sowas, das ist keine Rente, vielleicht sondern ist doch die Rentenversicherung. Pension, vielleicht doch die Rentenversicherung. Die zahlen vielleicht, ja nichts. Ne? Vielleicht, Moment, Kanzler, ist das öffentlicher Dienst eigentlich oder was ist das? Ja, machen wir Rentenversicherung, komm. Ja. Rentenversicherung, sagen Jürgen Becker und Thomas Freitag. Man muss jetzt sagen, dass Marie bei einem ganz großen Wirtschaftsprüfungsunternehmen arbeitet und das eigentlich wissen müsste. Sie hat gesagt, Lohnsteuer. Ah. Schämst du dich jetzt dafür? Warum? Ich glaube, es ist falsch. Ja? Warum hast du es denn dann genommen? Ich habe mich so unter Druck gefühlt. Oh, doch nicht! Oh, nein! Weil sonst bist du wirklich Harakiri so schnell unterwegs und da hast du einmal die Zeit nutzen können. Lohnsteuer. Gut, warum könnte sie keine Rentenversicherung zahlen? Sie erwirbt ja Pensionsansprüche. Und die Pensionsansprüche haben damit zu tun, wie lange man im Amt ist. Ja, und deshalb gibt es keine Rentenversicherung. Ja. Das ist richtig, jawohl! Richtig. Das Einkommen muss sie ganz normal versteuern. Ja.
Sie muss auch Miete für die Dienstwohnung zahlen und Abgaben für den Dienstwagen. Ich war mir nur nicht sicher, ob die Begrifflichkeit Lohnsteuer die richtige ist. Aber ich möchte eigentlich auch gar nichts mehr dazu sagen. Wir würden uns nie trauen, hier eine falsche Frage zu stellen. Du bist Juristin. Wir müssten mit Prozessen wahrscheinlich in die höchste Instanz rechnen, wenn wir irgendwas falsch machen. Also damit führt Kabarett wieder mit einem Punkt 7-6. Und die zweite Frage Macht und Geld. Das ist jetzt für Marie eine ganz gefährliche Frage, weil die ist so jung, dass sie sich kaum daran erinnern kann. Was war auf der Rückseite der 50-Pfennig-Münze zu sehen? Arbeiter, der eine Axt hält, ein Kind, das nach Sternen greift, ein Mann, der eine Fahne trägt oder eine Frau, die einen Baum pflanzt? Kind, das nach den Sternen greift, nicht. Ich glaube, die Frau. Eine Frau mit dem Baum. Ich habe das vor Augen. Ich weiß nicht, ob es das 50-Pfennig-Stück war, aber so eine Frau mit einer Pflanze, mit einem Baum irgendwie. Das habe ich so in Erinnerung. Der kleine 50. Mann mit einer Fahne, das ist mehr Karneval. Arbeiter, der eine Axt hält, auch nicht. Kind, ne, es muss die Frau sein. Ich meine, es ist die Frau. Frau. Aber Wachstum, ne? Frau. Ja, natürlich. Ja, auch gut. Frau, die eine. Ja. Hast du noch 50 Pfennig vor Augen? Nee. Ehrlich gesagt nicht, aber die ersten, also Arbeiter, der eine Axt hält und Mann, der eine Fahne trägt, das hätte ich jetzt mehr in die DDR gepackt. Und Kind, das nach Sternen greift, war mir irgendwie mit Sterntaler so plakativ. Deshalb habe ich mich für die Frau, die einen Baum pflanzt, entschieden. Wir haben noch, es gibt tatsächlich noch Fotos von 50-Pfennig-Stücken, haben wir gefunden. Also ja. Unglaublich. Das ist eine Währung, meine Damen, da war ja der Grosch noch was wert. Also hier, 50 Pfennig, so sah es aus. Ja, ja. Oh. Da sehen wir die Offenbacherin Gerda Johann Werner. Sie war Modell ihres Mannes, der es entworfen hat. Bitte? Da kommt ja die ganze Kindheit. Die ganze Kindheit, war das nicht schön? Mit 5, was konnten wir uns alles leisten für 50 Pfennig? Ja. Ach, ja. Sollte den Wiederaufbau in Deutschland symbolisieren damals. Das ist lange her. Punkt gibt es für beide. Jawohl. Eine haben wir noch, Macht und Geld. Und das ist die hier. Beim sogenannten Hammelsprung stimmt ein Bundestagsabgeordneter ab, indem er die Hand hebt, schweigt, das können die ja gar nicht, durch eine Tür geht oder Beifall klatscht. Wir haben's. Ja. Ja. Ist ja eine wunderbare Beschreibung für das, was da eigentlich passiert. Nicht? Ja. Wenn die ganze Herde so aufsteht. Ja, es ist die ehrlichste Beschreibung. Nebenbei bemerkt. Ne? Stimmt eigentlich. Damit ist die ganzen Hammel müssen durch die Tür gehen. Ja. Und damit ist Martin Schulz gar nicht gemeint. Ja, eben. Ja, okay. Hammelsprung durch eine Tür gehen. Moment. Eckhardt sofort. Ich wollte nur ganz kurz sagen, das hat Marie auch genommen. Eckhardt, bitte. Das ist griechisch-mythologisch. Nicht? Odysseus floh ja aus der Höhle des Polyphem, indem sich unter die Hammel, die herausgeleiteten Hammel, klemmten. Und der Polyphem hat die gezählt, die Hammel. Daher kommt der Begriff Hammelsprung. Echt? Ja. Echt? Echt? Das ist durch eine Tür gehen, ist richtig. Ja. Jawohl. Ja. Gut, damit haben wir Macht und Geld hinter uns. Kabarett führt mit einem Punkt 9-8. Ja. Und jetzt, oh, jetzt ganz, ganz viele Sportfragen für Thorsten. Labor, alles. Gut, was haben wir denn? Medien und Unterhaltung, Körper und Geist und Bücher und Wörter. Das ist eine schöne Farbgebung hier das bei diesen drei Kategorien. Das ist eine sehr schöne Farbgebung. Was nimmst du denn? Ich habe mal Lust auf Medien. Medien und Unterhaltung. Du traust dich heute aber auch überhaupt nicht. Mhm. Wieso? Ja, durch andere Kategorien, das war doch schön. Wow. Gut, wir spielen Medien und Unterhaltung. Die erste Frage lautet, was wählte die Gesellschaft für deutsche Sprache zum Wort des Jahres 2017? Jamaika aus, Dieselverbot, Briefkastenfirma oder läuft bei dir? Jamaika aus? War das nicht Jamaika aus? Das ist ja noch gar nicht so lange her, das muss man doch wissen. Ja, Jamaika kann ja nur Jamaika aus sein. Dieselverbot ist ja nicht ein besonders schönes Wort. Briefkastenfirma kann auch sein. Moment. Ah. War das eine Briefkastenfirma? Boah, wie schnell man was vergisst. Ich glaube, ne? Briefkastenfirma. Wir werden noch nicht drücken. Haben wir noch, wie viel haben wir Zeit? Ich gebe euch alle Zeit. Ja? Alle Zeit. Ich meine, Jamaika aus kommt mir aber auch bekannt vor. Kann man nicht einen anrufen? Geht hier nicht, ne? Nee. Habt ihr ein Handy dabei? Christian Lindner würde ich mal anrufen. Nur dem würde ich kein Wort glauben. Nee. Dann habe ich
Es ist ja nicht das Unwort des Jahres, sondern das Wort des Jahres. Also da könnte ich mir vorstellen, ja. Briefkastenfirma war davor. Ja. 17. Komm, wir machen Jamaika aus. Ja? Ja? Jamaika nee. Aus? Produkt okay. Jamaika aus? Ja. Dann loggt ein. Jetzt, 10 Sekunden. Okay. Ja, dann mach du. Ja? Ich nehme es auf meine Kappe. Nimm es auf deine Kappe. Die Gesellschaft will ja jedes Jahr das Wort, was am besten das zu Ende gehende Jahr charakterisiert. Darum geht es ja eigentlich. Du hast sofort Jamaika ausgewählt, Thorsten. Ja. Meine Theorie ist ja, dass die, egal wie das ausgegangen wäre, die ganzen Verhandlungen, sowohl Jamaika oder Jamaika ausgenommen hätten und dann einfach nur die Silbe hinten dran gehangen haben. Ach so. Wahrscheinlich hast du recht. Jamaika aus geht in die Geschichte ein als das Wort des Jahres 2017. Jawohl! Platz 2 übrigens. Hashtag MeToo. Platz 2 ist Ehe für alle. Ach, Ehe. Und 3 ist dann Hashtag MeToo. Hashtag MeToo ist 3, genau. Und läuft bei dir war das Jugendwort 2014. Das ist ja schon Geschichte. Ja. Ach, das sind ja Zeugen der Zeit. Das ist ja so 2014. Ja, das, boah. Medienunterhaltung, zweite Frage. Nach eigener Aussage, so lautet die Frage, verdiente Schlagerstar Helene Fischer mit 14 Jahren ihr erstes Geld womit? Als Klavierlehrerin, in einer Bäckerei, als Zeitungsbotin oder bei der Weinlese? Du als größter Helene Fischer-Fan weißt das nicht. Ja? Schau, was ihr hört davon. Ich kann es nur raten. Ich kann es jetzt nur raten, ich weiß also nicht. Zeitungsbotin könnte ich mir vorstellen. 14 Jahre schon Klavierlehrerin? Kommt ja, das glaube ich auch nicht. Zu jung vor, in der Bäckerei, könnte sein. Ja. Zeitungsbotin kann auch sein. Wo wohnt die denn? Wo ist sie aufgewachsen? Pforzheim, wo die aufgewachsen ist, du weißt es natürlich. Chelyabinsk. Ja. In Russland? Ja. Ukraine. Wobei, wenn ich das jetzt... Ukraine. Also sind die Eltern, aber sie ist doch relativ... Also geboren, also wenn ich das jetzt sage... Wenn mit 14 sage, war sie doch schon, meine ich, bei der Weinlese, oder? Ja, also wenn ich jetzt sage, wo sie aufgewachsen ist, ist eine Antwort so klar, deshalb kann ich nicht sagen, wo sie aufgewachsen ist, weil dann würdet ihr wissen, dass dann nehmen wir Weinlese. Also ach so, ja. Gut. Okay. Ich habe nichts verraten. Kann ja nicht sein. Ich habe nichts verraten. Ich habe geschwiegen. Sie hat tatsächlich erzählt, dass sie im zarten Alter von 14 Jahren schon unter schwersten körperlichen Bedingungen bei der Weinlese gearbeitet hat. Jawohl, das wusste Thorsten aber auch. Ja, okay. Woher wusstest du denn das schon wieder? Ja. Das hört man mal, wenn man mal sich mit dem Trash beschäftigt. Ja. Es hat geregnet, es war kalt und mit den bloßen Händen und einem Weinknipser in der Hand hat sie... So hat sie es erzählt. Wir hatten noch nichts. Das klang von Ihnen nicht ehrlich, wenn ich das mal so ganz kurz sagen darf. Also, 11-10, letzte Frage, Medien und Unterhaltung. Und zwar mit diesem Inhalt. Was tat Pfarrer Alessandro Palermo Ende 2017 in einem Gottesdienst, um die mediale Kompetenz der Sizilianer zu fördern? Er taufte Tablets, er segnete Smartphones, er firmte Fernseher oder er verteilte Bibeln auf USB-Sticks. Was tat er? Also, ich würde das Letzte am... Also, Tablets taufen, das ist ja Wasser, das ist nicht so gut, denke ich, für Elektrogeräte. Smartphones auch nicht. Fernseher ist zu altmodisch. Also ich würde sagen, die Bibel auf dem USB-Stick ist eigentlich eine vernünftige Sache. Okay, dann einloggen. Ja. Sollen wir? Ja? Thomas? Ja. Soll ich? Okay. Hätten wir auch bei Glaube und Religion spielen können. Ja? So, Technik. Oder bei Technik. Ja, das passt überall. Das passt schon im Labor. Ja. Also, Thorsten hat gesagt, er segnete Smartphones. Smartphone ist so allgegenwärtig, jeder hat eins. Ich meine, in der ist natürlich was dran. Die haben so viel Stuss schon gesegnet. Die haben schon Autos Kriegen gesegnet. Und alles Mögliche, alles, das sind natürlich das Smartphone. Ja. Da sind wir schon wieder viel zu rational mit dem Bibel. Ja. Aber da könnte ich mich auch mit anfreunden. Also das fände ich einen sehr pragmatischen Ansatz mit dem. Mit dem USB-Stick und die Bibel drauf würde ich super finden. Ja. Die Idee war eigentlich klasse, weil er hat versucht, um die mediale Kompetenz mit dem richtigen Umgang zu lernen mit dem Smartphone, gesagt, okay, er segnet die ganzen Smartphones. Und das passierte dann und damit haben wir Punktgleichstand, denn das hat Thorsten gewusst. Er steht 11-11.
Sind wir ungern mit einverstanden. Ja. Das heißt, Kopf-an-Kopf-Rennen, 11 zu 11, knapper geht es nicht. Die letzten drei Fragen und die letzte Kategorie, die zu wählen ist, jetzt von Jürgen Becker und von Thomas Freitag gewählt. Kinofilme rund um die Welt und Wunder der Technik. Wunder der Technik? Echt? Ja. Wunder der Technik. Ist so ein bisschen, kommt mir, Kinofilme weiß ich überhaupt nicht Bescheid. Nee. Wolltest du das auch? Die Antwort ist Smartphone. Es ist immer Smartphone. Gut, wir spielen Wunder der Technik. Lange nicht mehr gespielt, das sehr, stimmt. Sehr gut. Yep. Wenn Thorsten hätte wählen können, er hätte rund um die Welt genommen und danach Kinofilme. Also, was wird in Gleiter und Verdränger unterschieden? Ich würde sagen, viele Politiker. Flüge, Schiffe, Segelflugzeuge oder Bagger? Schiffe. Ihr seid noch gar nicht dran. Erst muss er. Achso, ja. Gleiter und Verdränger. Das dürfen wir gar nicht sagen. Nee, aber. Gleiter und Verdränger. Oh. So, jetzt wir? Ja. Schiffe. Thorsten sagt Flüge. Was ist denn der Unterschied? Beide flügen durch irgendwas. Ja? Die einen fliegen durchs Wasser, die anderen durch die Erde. Ne? Beide. Ja. Bötchenfahrer und wir wissen das, dass es Gleiter und Verdränger gibt. Also, ja, also ein Gleiter mit zunehmender Geschwindigkeit kommt immer mehr aus dem Wasser. Ja. Und der andere geht durchs Wasser. Verdrängt eher das Wasser. Es geht da durch. Das ist völlig richtig. Jawohl, damit führt. Das Team Kabarett mit einem Punkt. 12 zu 11. So, und hier ist die vorletzte Frage. In welchem Land werden prozentual die meisten Elektroautos weltweit zugelassen? In Norwegen, in Island, in Frankreich oder in Südkorea? Norwegen, würde ich auch sagen. Zeit läuft? Ja. Okay. Jetzt nochmal. Ja, Island kann auch sein. Beide sagen Norwegen. Wir machen es kurz. In Oslo, in der Hauptstadt, wird sogar jedes zweite neu zugelassene Auto geführt als Elektroauto. Und ansonsten in ganz Norwegen jedes dritte Auto. Ist richtig, jawohl, da führen Sie. 13 zu 12. Und das kann ich schon mal sagen, das hatten wir auch lange nicht mehr. Das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass wir mit einem Gleichstand ins Finale gehen. Ansonsten, wenn die Antwort von euch jetzt sitzt, habt ihr auf jeden Fall die Nase vorn. Das wäre schön. Letzte Frage. Welches berühmte Bauwerk ist in der Farbe International Orange gestrichen? Der Kreml, Schloss Schönbrunn, die Golden Gate Bridge oder der Eiffelturm? Golden Gate Bridge, ja, ne? Golden Gate Bridge, sagen Jürgen Becker und Thomas Freitag, sagt auch Thorsten. Was ist denn International Orange? So eine Farbe, wie man zum Beispiel bei der Golden Gate Bridge sieht. Okay. Bleimännige, sagt man ja auch. Also Rostschutzfarbe. Da machen wir ein bisschen drauf. Ich hätte von dir so ein bisschen mehr gesagt. Ich hätte gesagt, du sagst, das ist zu 69% Magenta unter anderem. Es ist auch ein bisschen schwarz dabei, nämlich 6%. Und auch ansonsten reichlich gelb. Die Ehre wollte ich dir überlassen. Das ist schön. Das ist nämlich International Orange. Und so ist die Golden Gate Bridge angestrichen. Und damit, wir haben es mal wieder geschafft. Damit haben Jürgen Becker und Thomas Freitag tatsächlich den Olymp in Hauptrunde geschlagen. Wir sind im Finale. 14 zu 13. Jürgen Becker und Thomas Rader können in aller Ruhe überlegen, wer das Finale spielt, weil erstmal muss der Olymp tatsächlich ran. So, hier sind die drei Karten. Das sind unsere. Oh, auf dem Kopf diesmal. Und natürlich richtig rumzeigen. Das sind sie. Wir machen das ja unplugged hier. Wer möchte ziehen? Nee, da komme ich. Das ist mir viel zu weit hinten. Komm her. Sie wollen? Nö. Ich mache das nur, weil unser Mann an der Kamera, der wird pro Meter bezahlt. Weißt du? Komm her. So. Oh, es ist Marie. Jawohl, Marie darf.
in einer Doppelfolge zweimal hintereinander. So, 14 zu 13. Marien, die Doppelfolge, du darfst zweimal. Wahnsinn. Was möchtest du denn? Gold oder Silber? Gold bitte. Gold. 13 Fragen sind es, die ich jetzt Marie stellen darf im Finale. Die erste Frage lautet: 1600 Pennsylvania Avenue in Washington, D.C. ist die Adresse welches Amts- und Regierungssitzes? Das Weiße Haus. Korrekt. Welche Geschichte um einen Forscher und sein von ihm erschaffenes Monster veröffentlichte Mary Shelley vor 200 Jahren? Frankenstein. Korrekt. Mitglieder welcher kanadischen Rockband sind die Brüder Chad und Mike Krüger? Dire Straits. Nickelback. Ah ja. Vierte Frage. In welchem Bundesland liegt der Hockenheimring? In Rheinland-Pfalz. Nein, in Baden-Württemberg. Oh. Frage Nummer 5. Der Häuptling Halvar ist der Vater welches Zeichentrickhelden? Weiß ich nicht. Vicky! Halvar, ja! Nicht schlimm. Ich schäme mich noch so über die Steuerfrage. Immer! Nein! Oh komm! Nein! Das war wirklich nur der zeitliche Druck. Natürlich weißt du das. Oh. Ah, na gut. Welcher Finger der menschlichen Hand ist mit dem lateinischen Begriff Digitus Manus II gemeint? Das ist der Zeigefinger? Ja, ist richtig, ja. Die Schattenmorelle gehört zu welcher Fruchtsorte? Kirschen. Auch das stimmt. Wie heißt die römische Siegesgöttin? Victoria. Ja, nicht Bärbel, ist richtig, stimmt. Frage 9. Von welchem skandinavischen Land ist Skagen die nördlichste Stadt? Schweden. Dänemark. Oh. Frage 10. In welcher deutschen Stadt wurde die 5. Staffel der US-Serie Homeland gedreht? Berlin. Korrekt. Frage Nummer 11. Wie viele Personen befinden sich auf dem Verkehrsschild verkehrsberuhigter Bereich? Zwei. Stimmt. Gemein, das war fies. Oh. Frage 12. Valencia liegt an der Mündung des Turia in welches Binnenmeer? Das Mittelmeer. Das stimmt auch. Und letzte Frage. Wie hieß das sagenhafte Goldland in Südamerika, nachdem die Spanier vergeblich suchten? Wenn ich das jetzt sage, ärgerst du dich. Eldorado. Oh nein. Ja! Okay, 13 Fragen, 8 Punkte. Das heißt, ihr könnt euch noch kurz überlegen, wer spielt. Wir machen eine kurze Pause, sind gleich zurück. Gewinnen heute unsere Kabarettisten. Wir werden es sehen. Bis gleich. Da kommt das Willkommen zurück, meine Damen und Herren. Quiz Olymp liegt zurück nach der Hauptrunde. Das Finale ist schon gespielt. Marie hatte 13 Fragen, 8 gewusst. 8 Punkte. So, und jetzt ist die Frage.
die ich unseren Gästen stellen muss. Und wir sind ja hier im politischen Kabarett zu Hause. Macht es Jürgen Becker oder Thomas Freitag? Schnick, Schnack, Schnuck. Wir können auch sonst eine Mitgliederbefragung machen unter den Menschen hier, oder? Schere, Stein, Papier. Ah, du schneidest mich, du musst. Ja, richtig, das stimmt, ja. Thomas, warum nein, 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 Moment. Nee, Thomas Freitag hat gewonnen, darf entscheiden, ob er spielt oder ob du spielst. Ah, ja, komm wieder rein. Das, so ist ungefähr Politik in Bonn, so müssen Sie Berlin. In Berlin, müssen Sie sich vorstellen. Dann machen wir noch drei Runden. Zack, 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 puff. Also komm, ich stelle mich. Ja, komm, ja. Alles klar, super. Thomas Freitag traut sich. Genau dort passt. Nochmal ganz kurz zu den Spielregeln. Ich lese die Frage, sobald ich fertig bin, läuft ein Countdown 5 Sekunden. Oh Gott. Mehr gibt's nicht. Schnell antworten. Wenn die erste Antwort gegeben ist, darf auch nicht korrigiert werden. Mhm. Die bleibt stehen. Ja? Also, erste Frage, es geht um 8.000 Euro. Auf welchen Wochentag fällt 2018 der Tag der Arbeit? 1. Mai. Achso, Wochentag. Irgendein sagen schnell. Montag. Nein, Dienstag. Frage 2. Wie nennt man in Anlehnung an eine Goethe-Ballade ein getarnt eingesetztes Auto? Die sieht man manchmal so abgewählt. Erlkönig. Die so verklebt sind, weil das neue Modell ist, man sie nicht erkennen darf. Frage 3. Kuala Lumpur ist die Hauptstadt welches Staates? Südamerika, aber wo? Malaysia. Ah, scheiße. Noch ist alles entspannt drin. Vierte Frage. Mit welchen Tieren ist Nils Holgersson unterwegs? Nilpferden? Das bin ich. Da würde ich am liebsten gleich Punkte für geben. Das ist aber Kabarettist, jede Pointe. Nein, es sind die Gänse, die Wildgänse. Fünfte Frage. Unter welchem Spitznamen kennt man die deutsche Handballnationalmannschaft der Männer seit der EM 2016? Keine Ahnung? Ja. Bad Boys. In welcher Stadt ermittelt Tatortkommissar Faber mit seinen Kolleginnen Dalai und Böhnisch üblicherweise? Zürich? Was denn? Zürich? Nee, Dortmund. Aha. So, jetzt muss jede Antwort stimmen. In welchem Jahr fand der Eurovision Song Contest zuletzt in Deutschland statt? Tausend Jahre her. Zeit ist um. Ja, gut. 2011 und ja, damit. Weiß ich doch nicht, Mensch. Was kann ich denn dafür? Ich habe doch nur vorgelesen. Guck mich nicht so an. Also, der Quiz Olymp hat schon wieder geschafft. Marie. Danke. Vielen Dank. So, komm ruhig runter. Marie, du darfst gern zu uns runterkommen. Ihr dürft auch kommen natürlich. 8.000 Euro gehen an die Quiz-Mitspieler. 10 werden ausgewählt. Und die gewinnen das jetzt. Wir bedanken uns. Ihr habt so gut gespielt, die Hauptrunde. Ja. Und dann kamen die falschen Fragen. Ja, die aber die weiß ja einfach alles. Die weiß auch alles. Kompliment. Danke fürs Zuschauen, meine Damen und Herren. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute. Dankeschön.